Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Und ich habe ja kürzlich diese wunderschönen Bartnelken gepostet in Weiß und in Rot. Und hier sieht man auch, wie toll die auch zu Sonnenblumen passen. Aber es geht nicht nur zu Sonnenblumen, es geht natürlich auch noch zu vielen anderen. Und zwar, hier haben wir einen Strauß gebunden. Da sind die auch drin, die passen also ganz toll. Das ist jetzt ein Florablumengruß, der heute noch rausgeht. Zu roten Rosen, zu rosa Santini und auch diesen schönen Alstromerien. Und hier sind auch die tollen in Rot und in Weiß. Sieht man das auch gut genug? Genau, ich mache heute wieder mal allein ein Video. Und in Weiß, diese schönen Bartnelken, genau, ja, sind da drin. Und heute zeige ich euch, wie man einen schönen sommerlichen Strauß mit diesen tollen Bartnelken und natürlich Rosen, anderen Blüten. Und es gibt immer so ein kleines Extra bei mir. Das ist heute, sind das diese kleinen unreifen Äpfelchen. Und das zeige ich in diesem Video. Ja, erstmal vorab möchte ich euch gerne zeigen, ich habe ja ein Video gemacht mit den Grasarbeiten, die Videos. Da gab es die Grasflasche, dann gab es die Grasvase und dann gab es auch noch den tollen Graskorb. Die meisten sind aus dem Laden schon verschwunden, weil die habe ich schlicht und ergreifend verkauft. Ist auch schön so. Und ich wurde dann von euch gefragt, wie trocknet denn dieses Gras ein? Und das ist jetzt mal hier, kann man sehr schön sehen. Also das Gras wird, ja, es bleibt grün. Es wird trocken, es schrumpelt auch ein bisschen, ja, aber es fällt nicht ab. Ja, man sieht, die Dose ist immer noch fest. Was man jetzt machen kann, ist nach einiger Zeit, man geht einfach nochmal mit einem Draht drüber, weil es ist jetzt natürlich so ein bisschen, hier sieht man das, es ist so ein bisschen locker, der Draht, ja. Und man könnte einfach nochmal fest mit einem Draht drüber wickeln und dann sitzt dieses Heu auch fest. Aber so ist es jetzt eine ganz tolle, haltbare Arbeit. Und das ist so eine, ja, mal eine Nachschau, was aus dieser Grasvase wird. Und ich denke, man kann sie immer noch sehr dekorativ für ein kleines Sträußchen verwenden. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal gezeigt haben. Aber kommen wir zum heutigen Punkt, nämlich diesem wunderschönen Blumenstrauß, den ich gerne machen möchte. Ich habe eine ganze Reihe von Sommersträußen, eine Playlist, und da habe ich so vieles gezeigt mit Hortensien, mit ganz besonderen Grünsorten, mit Perückenstrauch, ja, und ich habe also unglaublich viele Ideen, ja, da gibt es also eine Riesenliste. Und heute machen wir den Sommerstrauß mit diesen sommerlichen Blüten und mit den kleinen, schönen, unreifen Äpfelchen. Unreif, ja, wieso? Die müssen natürlich auch halten im Strauß. Ja, und dazu habe ich die Bartnelken schon mal schön geputzt, ja, alle Blätter abgemacht. Und die Bartnelken sollte man nie im Knoten kürzen. Und was natürlich auch gut, schön, dass man das hier so sieht, ja, diese Blättchen, die mache ich tatsächlich auch noch ab. Weil selbst wenn hier so kleine Blättchen dran sind am Stiel, dann wird einfach das Wasser schneller schlecht, wie wenn die ganz sauber geputzt sind. Und die Bartnelken, die habe ich in drei Farben mitgebracht. Und ich dachte, ah, wenn ich die jetzt in drei Farben so schön mal im Laden habe, dann muss ich euch das natürlich zeigen und wollte da mal eine schöne Arbeit draus machen. Und ich zeige euch auch gleich meine drei Farben. So, die habe ich jetzt also geputzt. Das sind die drei Farben an Bartnelken, die ich habe. Kürzlich habe ich zwei Farben schon gepostet. Das ist also eine wunderschöne Gartenblume, ja, die auch die ganz toll wächst. Hier ist es eine Inka-Lilie, eine Alstromerie. Das ist eine Lilie, die nicht riecht und die sich also sehr schön und sehr dekorativ, hier sieht man, sind ein paar mehr aufgeblüht, sehr dekorativ in den Sträußen. Also wenn man hört Lilie, Lilie ist nicht gleich Lilie. Und auch bei den Rosen mache ich extra wieder viele Blätter ab. Die Blätter kosten den Kopf Kraft. Und wenn ich jetzt eine Rose einzeln hinstelle, dann möchte ich natürlich ein paar Blätter. Aber eigentlich wäre es immer besser, ein paar andere Blätter dazu zu machen, wie zum Beispiel ein bisschen Salal oder ein schönes Gras. Ist eigentlich immer besser, als so viele Blätter an dem Rosenstiel zu lassen, weil oft, wenn man das Laub, also wenn man von dem Laub einiges abmacht,
dann erholen sich die Köpfe, selbst wenn sie so ein bisschen schlapp sind, erholen sie sich ganz toll. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet und mein Grün hier ist also so, wie das wirklich wünschenswert ist. Unten schön der saubere, glatte Stiel und oben so schön buschig. Und das ist eigentlich genau das, was ich für den Strauß brauche und liebe. Und als Rechtshänder nehme ich wieder das Grün in die linke Hand und arbeite mit der rechten Hand. Binde die Blüten. Und was ganz wichtig ist, ist immer wieder, ich halte es in der linken Hand, ich nehme das mit der rechten Hand und drehe das dann, ja, und halte es. Aber das ist so ein lockerer Griff eigentlich aus Daumen und Zeigefinger. Und wenn ich jetzt ein paar mehr Blüten auch in meinem Strauß habe, Moment, ich muss auch die Blüten so anordnen, dass die schön gemischt in der Anordnung in dem Strauß erscheinen. So, und wenn ich natürlich ein paar mehr Blüten in meinem Strauß haben werde, dann kann man auch erkennen, dass die Stiele alle in der Spirale angelegt werden. Ja, hier habe ich auch Efeu, habe ich schön geputzt, ganz klar den Stiel, alle Blätter abgemacht und ich lege jeden Stiel von mir weg. Also die Blüte guckt zu mir. Und der Stiel guckt von mir weg und ich lege das immer rechts vom Strauß an, so dass alle Blüten schön in der Spiraltechnik in diesem Strauß arrangiert werden. So, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Gefahr. Ich sehe schon, ich muss meine Blüten höher ziehen, sonst sehe ich viel Grün und wenig Blüte. Das ist nicht so schön, die waren zu tief. Also auch ich muss mich immer wieder mal korrigieren. Und muss immer auch gucken, dass das, dass die Blüte, das ist ja auch das Wertvollste an dem Strauß, dass die Blüte schön sichtbar ist und schön arrangiert ist. So, und dann mache ich natürlich immer wieder Seitentriebe. Blättchen werden immer viele abgemacht. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. So, und hier kann man jetzt also auch schon erkennen, diese Spiraltechnik, dass alle Stiele, ich glaube, besser kann man es sehen nachher, wenn ich den binde, ja, dass alle Stiele in eine Richtung sind. Ich muss das Grün immer teilen, damit ich immer diesen buschigen, den buschigen Teil von dem Grün oben habe. So. Und hier sieht man jetzt, also hier ist ein bisschen zu, das ist so ein bisschen zu wild und zu buschig. Was ich dann im Zweifel auch machen kann, ist, ich gehe dann auch manchmal her, nehme einfach eine Schere und schneide von dem Grün auch mal zwei Spitzen raus. Und schon wird es ein bisschen besser. Ja, hier sieht man, jetzt ist gleich mehr Blüte sichtbar. Ja, das ist, wird oft, wenn Leute in Workshops kamen und Sträuße gebunden haben, dann kam das sehr oft vor, dass die zu viel Grün sichtbar war und dass eigentlich die Blüte zu wenig zur Wirkung kam. Ja. Und das war jetzt bei mir auch der Fall. Ich finde das auch super, wenn sowas passiert im Video und ich euch das zeigen kann. Das ist wunderbar. Weil man kann ja nur aus den Fehlern lernen oder dass man auch sieht, wie das eben wirken kann. So. Die Rosen haben sehr glatte Stiele und deswegen neigen die Rosen dazu, auch sehr gerne zu rutschen. Und das Problem ist, wenn man viele Rosenstiele hat, dann rutschen die sehr, sehr gern nach unten. Und verschwinden ruckzuck. So, und was ich auch gerne mache beim Straußbinden ist, ich ziehe gerne die mittleren Blüten noch mal ein bisschen hoch. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich den Strauß jetzt von der Seite sehe, dann ist der nicht so flach wie, ich sag mal, wie man früher sich die Welt vorgestellt hat, so eine flache Scheibe, sondern dann ist dieser Strauß auch, hat auch eine gewisse kugelige Form und dann ist das, dann ist der viel hübscher anzugucken. Dann gibt es immer, ist immer wichtig, dass ich
schöne Randblätter für den Strauß habe. Ich war mal wieder unterwegs und habe Weinlaub. Das hier hat ein Loch, das nehme ich nicht. Es war natürlich nur schönes Weinlaub. Hier ist ganz tolles Weinlaub, das ich geerntet habe. Und das kann ich um den Strauß legen. Weinlaub ist ganz, ganz toll und macht eine wunderschöne Umrandung. Aber das einzige Problem ist, Weinlaub hält leider nicht so lange straff. Ja, es hält zwar schon im Strauß schön, aber ich muss dieses Weinlaub tatsächlich stützen. Ja, im Moment muss ich mich erstmal irgendwie ein bisschen verbiegen. Ach, so könnt ihr es gut sehen. Super. Das heißt, ich lege Salalblätter unter das Weinlaub, greife wieder um und stütze so, dass das Weinlaub eben nicht nach 2-3 Tagen schon so nach unten schlappt. So ist das alles wunderbar abgestützt. Ach, klasse mit der Kamera. Ja, da kann man das sehr schön reinhalten und ich muss natürlich immer für ein bisschen Nachschub sorgen hier. Und das mache ich jetzt rundum. Also ich lege dieses Weinlaub um den Strauß rundum an. Und entweder man nimmt Kirschlorbeer oder hier ist auch sehr, sehr schön Salalblätter. Die eignen sich auch wunderbar. Aber viele von euch werden Kirschlorbeer im Garten haben. Und dann würde ich natürlich das, was der Garten hergibt und die Natur draußen im eigenen Garten, das ist natürlich perfekt. Und vieles landet ja, wie bei mir früher auch, muss ich sagen, bevor ich hier damit gearbeitet habe, es landet schlicht und ergreifend im Grünmüll. Und es kann so schön benutzt werden für die Sträuße. Aber auch hier ist wichtig wieder, es muss jedes Blättchen vom Stiel muss abgemacht werden, sodass der Stiel ganz glatt geputzt ist. Und dann kann ich diese Blätter anlegen, ja, und kann damit sehr schön mein Weinlaub stützen. So, jetzt haben wir den Strauß hier so in der Hand. Ich schneide jetzt mit einer schönen, scharfen Gartenschere. Ja, das ist jetzt eine Damen- und Floristenschere, nennt die sich. Die ist jetzt schon gut benutzt, wie man sieht. Ja, die ist hier jahrelang im Gebrauch. Aber das sind für mich die besten Scheren, weil da ist auch nicht so eine komische Feder, die rausspringt, sondern die sitzt hier ganz toll in der Mitte. Und den Artikel blende ich euch mal ein. Es gibt also nicht selten Kunden, die kommen und sagen, ich denke fast jeden Tag an sie, wenn ich mit meiner Gartenschere schneide. Ja, es wäre auch schön wegen anderen Sachen, aber es ist natürlich auch toll, dass die Leute jeden Tag Freude haben, weil gutes Werkzeug macht einfach Spaß. Und das ist schön, wenn man toll arbeiten kann. Das ist die Basis der Arbeit, finde ich. So, ich mache noch bei den Stielen einen schrägen Anschnitt, vor allem bei den Rosen. Ich zeige es nochmal hier in der Kamera. Moment. Hier bei den Rosen, das ist ein schräger, schöner Anschnitt. Und zum Binden nehme ich den Bast. Ich lege ihn, ich nehme hier den Mittelfinger und mach den einmal fest mit dem Mittelfinger. Gehe ruhig dreimal schön fest um den Strauß herum und ziehe ordentlich an. Und jetzt muss ich ihn mal kurz auf den Tisch ablegen, verschlinge dann den Bast und mache einen richtig schönen festen Knoten. Fest, warum? Es soll sich ja auch nicht wieder öffnen. Und es ist auch ganz wichtig, was hier sieht man, sind keine Blätter an den Stielen. Und hier sieht man, jetzt sieht man ganz toll die Spirale. Und der Strauß muss also auch so fest gebunden sein, dass ich theoretisch an einem Stiel den Strauß festhalten kann. Und er darf also jetzt nicht mehr, ja, nicht rutschen. Es darf sich nichts verändern in der Position. Und hier sehe ich jetzt also diesen schönen sommerlichen Strauß. Allerdings, eine Sache fehlt noch. Jetzt kommen natürlich noch meine Äpfelchen ins Spiel. Die hätte ich gern noch in dem Strauß drin. Und um die Äpfelchen zu fixieren, das zeige ich euch auch noch. So, einmal kurz meinen Tisch ein bisschen aufräumen. Die Kamera ist so hoch, dass man den Tisch nicht sieht. Um die Äpfelchen zu fixieren, stelle ich den Strauß in eine Vase.
bitte die Vase immer ganz hoch mit Wasser füllen, weil wenn nicht alles grün im Wasser ist, dann geht das Grün ab, kaputt, vertrocknet und dann sieht gleich der Strauß nicht so schön aus, wenn Teile des Grüns oder auch eben Teile der Blüten nicht mehr so schön versorgt sind und eingetrocknet. Das ist sehr, sehr schade und das ist eigentlich unnötig. So, ich nehme diese Holzstäbchen, wie die Orchideenstäbchen, habe die extra schräg geschnitten und bohre einfach, nehme das Äpfelchen, so dass der Stiel nach oben, so wie das so hübsch ist, bohre hier ein Loch, ja, dass ich reingehe, dann gehe ich wieder raus und was ich mache, also ich habe jetzt hier dieses kleine Löchlein vorgebohrt, ich mache mit dem Heißkleber einen Tupse Heißkleber. Super, wenn ich das so in die Kamera halten kann. So, und gehe mit meinem Holzstielchen wieder rein. Das heißt, ich habe nicht nur diesen Holzstiel in das Äpfelchen gebohrt, ja, weil der sich mit der Zeit lockert, sondern ich habe natürlich auch mit Heißkleber nochmal fixiert. Dann habe ich mit Heißkleber jetzt meinen Holzstiel präpariert. Und suche mir einfach ein schönes Plätzchen und habe das Äpfelchen hier schon eingefügt. Das gleiche mache ich jetzt noch mit drei, vier anderen Äpfelchen. Ich habe also schöne Stücke geschnitten mit einem schrägen Anschnitt. Meine Äpfelchen sind jetzt alle schön geklebt, sind alle in dem Strauß drin. Ich habe noch für eine schöne Straußmitte ein Schwänzchengras gefunden und die Äpfel sitzen jetzt alle perfekt, da die Holzstäbe mit dem Heißkleber fixiert sind. So, das war mein heutiges Video, ein Sommerstrauß mit Äpfeln. Achtet darauf, dass die ganz, ganz, ganz unreif sind, dann halten die nämlich, ansonsten sind die viel zu weich und das ist jetzt die beste Zeit, also schnell an die unreifen Äpfel dran und schnell ein schönes sommerliches Sträußchen machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis bald, alles Liebe, tschüss!